Was ich auch sehr wichtig finde, also man sollte natürlich abklären, ob das keine andere Ursache hat. Manchmal hat man auch organische Ursachen, warum der Körper so reagiert. Und deswegen ist es immer wichtig, zu einem Arzt zu gehen und sich durchzuchecken und gucken, ob vielleicht doch nichts anderes in Frage kommen könnte. Herzlich willkommen auf Alinas Addiction. Schön, dass ihr hier seid. Heutiges Thema wird sein Panikattacken. Viele kennen das. Es ist wirklich sehr weit verbreitet in unserer Gesellschaft und meistens kommen sie auch wirklich ganz plötzlich, ohne irgendeinen ersichtlichen Grund und meistens verschwinden sie auch so schnell wieder. In der Regel sind mehr Frauen als Männer betroffen und zwar doppelt so viel. Grundsätzlich ist das so, wenn man Angst hat, löst das vegetative Nervensystem Stresshormone aus und die verursachen Reaktionen wie Herzrasen oder der Blutdruck steigt, die Atmung beschleunigt sich. Die Muskeln spannen sich an. Das hat eigentlich den Zweck, und zwar tut sich der Körper auf Flucht oder Angriff vorbereiten. Eigentlich ist es so, dass der Körper auf eine Gefahrensituation reagiert. Aber meistens bei einer Panikattacke ist es so, dass da keine ersichtliche Gefahr zu erkennen ist. Was ist eine Panikattacke? Wie gesagt, man bekommt Herzrasen oder Herzklopfen. Man hat wirklich das Gefühl, als ob man das Herz in den Ohren wahrnimmt. Man hört den Puls so klar in den Ohren. Man bekommt eine rasche Atmung. Die Atmung wird schneller. Manche Leute hyperventilieren auch. Manche haben sogar das Gefühl, dass sie überhaupt keine Luft mehr bekommen, als ob sie ersticken würden. Oft beschreiben auch die Menschen, dass sie so eine Enge im Brustkorb wahrnehmen. Ja, diese typischen Angstsymptome wie Angstschweiß, Hitzeballungen, Schwindelgefühl, Zittern. Also man kann das auch sehen, die Hände, ja, die Hände werden zittrig. Ja, man hat einfach das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, bis hin zum kompletten Kontrollverlust. Und viele Leute haben auch Angst zu sterben. Also die denken irgendwie, dass man kurz vor einem Herzinfarkt steht oder ja, einen Schlaganfall. Also irgendetwas stimmt mit dem Körper nicht. Man hat wirklich so das Empfinden, dass irgendetwas im Körper nicht richtig funktioniert. Und je mehr Angst man hat, desto mehr steigert man sich da rein und das ist wirklich wie so ein Teufelskreis. Und die Umgebung wird seltsam, also man fühlt sich so befremdlich in der eigenen Haut. Ja, das ist wirklich deswegen, weil man einfach unter Angst steht. In der Regel dauert das ungefähr so 10 bis 30 Minuten. Also ich habe das schon mal erlebt, dass das bei mir länger gedauert hat. Was kann man gegen eine Panikattacke unternehmen? Was ziemlich effektiv sind, sind Atemübungen. Also man kann seine Atmung steuern und langsamer und bewusster ein- und ausatmen. Da gibt es auch Übungen, die man im Internet findet. Die packe ich auch unten in die Infobox rein. Was ganz wichtig ist, sich einzureden, dass das gleich wieder weggeht, dass man nicht vor einem Herzinfarkt steht, dass man nicht vor einem Schlaganfall steht, dass man sich gleich wieder beruhigen wird. Was auch gut ist, wenn man nicht alleine ist. Denn oft ist es so, wenn man alleine ist, dass man sich wirklich extrem reinsteigert. Ja, man macht sich einfach nur noch mehr verrückt. Und wenn eine weitere Person da ist, die kann dann beruhigend auf einen einwirken. Ja, man kann sich auch ablenken mit einer anderen Person. Ich habe im Internet gelesen, also das fand ich auch ziemlich interessant. Und zwar, wenn man eine Panikattacke hat, dann sollte man in eine Zitrone reinbeißen. Und das wirkt auch sehr ablenkend. Also die Sinne konzentrieren sich auf was anderes. Dadurch entspannt sich der Körper auch. Was ich auch nicht schlecht fand, das habe ich auch im Internet gelesen,
Und zwar kann man sich so einen handelsüblichen Gummi so um den Handgelenk spannen. Und wenn man eine Panikattacke hat, dann kann man immer schnalzen. Und zwar der Schmerz, also der Schmerz, der lenkt dann einen dann auch ab und man kann sich auf was anderes konzentrieren. Natürlich kann man das nicht überall machen, man hat nicht immer eine Zitrone oder so ein Gummi dabei, aber falls man zu Hause ist, dann kann das schon sehr beruhigend auf einen wirken. Was ich auch sehr wichtig finde, also man sollte natürlich abklären, ob das keine andere Ursache hat. Manchmal hat man auch organische Ursachen, warum der Körper so reagiert. Und deswegen ist es immer wichtig, zu einem Arzt zu gehen und sich durchzuchecken und zu gucken, ob vielleicht doch nichts anderes in Frage kommen könnte. Falls es sich nicht verbessert, also die Lebensqualität darunter leidet, falls sich das zu oft wiederholt, dann hat man auch die Option, zu einem Arzt zu gehen und sich medikamentöse Hilfe zu holen. Aber das würde ich echt nur machen, wenn alles andere vorher nicht klappt. Das muss auch der Arzt entscheiden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Denn meistens machen auch solche Medikamente abhängig. Ja, generell sagt man ja auch, dass das Panikattacken begünstigen kann. Also zu wenig Schlaf, Nikotin, Energy Drinks, allgemein zu wenig trinken. Also das sind wirklich Dinge, auf die man achten sollte und selbstverständlich auch keine Drogen zu sich nehmen. Also Drogen begünstigen das natürlich auch. Eure Alina.